tolle Frage. Kennst du den Ferien oder nicht? Also, aber ich interessiert sich in Religie. Ist es gefährt eine Rolle in deinem Leben oder nicht? Nein, wir sind nicht gewöhnt religiöse Menschen. Heute mein Seide, ich habe seinen Namen, ist Mort Josef gewesen. Ich bin auch Mort Josef gewesen, ein sehr religiöser Mensch. Aber der ganze Spruch ist gewöhnt zu vernehmen mit Politik, mit weltlicher Politik in den verschiedenen Parteien. Es, Religie hat nicht gespielt keine Rolle in unserem Spruch, ein ganz Leben. Also ist es gewesen. Schön. Heute, die Seides und die Bobes sind gewesen sehr fromm. Und noch, du redest sehr schön Hebräisch. Was? Aber du redest sehr schön Hebräisch, ich rede nicht? Ich red Hebräisch ein bisschen, nicht gesagt, nur der Krieg. Schon in den 20 Jahren bin ich gefahren in die Schule und habe gearbeitet in der Kibbutz. 5-6 Geduschen, ich habe ausgelernt, Ivrit, reden Ivrit. Aber genug zu können sich auch reden mit Menschen in die Schule, wenn ich fahre mit sie. Aber ich lerne nicht kein Ivrit, keine Literatur auf Ivrit. Eine Zeitung kann ich lernen und so weiter. Aber Jiddisch ist gewesen mein ganz lebende Sprache, in welcher ich habe gelernt die Literatur und gewollt reden mit Menschen. Mhm. Auch gut die anderen Sprachen, was ich rede, Französisch, Russisch, Polnisch, Italienisch und so weiter. Aber Jiddisch ist das Mammeluschen, das ist die Sprache von daheim. Wenn wir sind gewesen 2 Jahre Zeit in Belgien, bin ich auch gegangen in einer Schule. Und mein Lehrer ist gewesen, der bewusste Schreiberin, Michael Rosenbush, ist gewesen, die Lehrerin, mein Lehrer in der Schule in Brüssel, in Belgien. Und so weiter. Nun, bei dir, was dachten wir noch ein Wörterbuch? Weil, MS gesagt, ist Jiddisch Literatur, der moderne Jiddisch, ist, lass mal sagen, 150 Jahre alt, nicht mehr. Das Jiddisch hat noch nicht gehabt, keine Zeit, herauszugeben, zu Leuten oben, euch speziell, herauszugeben, genug Wörterbücher, als soll sein, ein, eins oder zwei Wörterbücher, moderne Wörterbücher, also wie Oxford English oder die französische Akademie Française, Diktionären. Was haben wir? Wir haben HKWs. Wörterbuch, und das ist schon verältert, sehr, sehr verältert. Mhm. Und Weinreichs Wörterbuch von 22.000 Wörtern, und das ist nicht genug. Und das ist alles das ganze Vermögen von, lass mal sagen, heinzeitigen jüdischen Wörterbüchern. Das ist nicht keine Sache. Als man lernt jüdische Literatur, ist nur Sachwerte in der Literatur, was man kann nicht finden in der heinzeitige jüdische Wörterbücher, die existieren bis heute. Guten Tag. Du arbeitest schwer, abzuheben Jüdisch, mit Wörterbuch und so weiter. Was wirst du sein mit Jüdisch in Groß? Jiddisch, also wie alle anderen Sprachen, die sind bedroht, wird weiter etwas untergehen in einer Form oder einer anderen. Die religiösen Jiden, sie gehen nun weiter mit sehr Jiddisch. Es ist nicht der Klar-Jiddisch, es ist nicht der Jiddisch von vorwärts, es ist nicht der Jiddisch von Polen, aber sie gehen weiter und mit sehr Jiddisch. Und das darf man, das ist sehr Jiddisch. Mhm. Also wie es du Amerikaner Englisch, Texas Englisch, Australier Englisch und Cockney Englisch und so weiter, ist du verschiedene Mittel von Jiddisch. Das wird sehr Jiddisch umgehen. Weltlicher Jiddisch wird weiter umgehen mit den Menschen, Ingeleit, da in Amerika, ein bisschen in Australien. In euch in Israel, wo es reden Jiddisch noch weiter gehen und weiter mit Jiddisch. Eine Sprache darf haben ein Land, aber Jiddisch hat nicht ihr eigenes Land. Aber es kann weiter angehen,
Und er sagt nicht Iden, er sagt Europäer, Polaken, Franzosen, Deutschen, viele Italiener. Ich habe gegeben, das sagt, was haben sie heute gelernt, reden Jiddisch. Und ich rede Jiddisch mit sie. Und sie sind nicht kein Iden. Und sie lernen sich Jiddisch. In Paris, in Vilna, in sie fuhren kein Israel, kein Tel Aviv, und gehen und weiter mit ihren Kursen auf Jiddisch. Das Jiddisch wird in einer Form oder in einer anderen, eine akademische Form oder eine Kehilleform, wird weiter rumgehen. Und wer weiß, dafür wird es noch einmal aufblühen, also wie Hebräisch hat aufgeblüht, wird dafür Jiddisch euch noch einmal aufblühen. Er geht so, wo etwas, er hunderttausend Jiden wollen beschließen, also wollen reden bloß Jiddisch. Kann sein. Man darf hoffen. Ja. Einzutage sind noch Durchsprachen, wo sind schon lang, nicht gerettete Sprachen, aber teils sind Menschen, die können sehr reden und können lernen auf die Sprachen. Es sind noch einzutage Menschen, die reden Aramäisch und Latein. Es ist jedes Wort weiter noch umgegangen, es ist noch nicht vergangen.